ihr Lieben, herzlich willkommen bei Jens von Menga Gaming. Ich grüße euch zu eFootball. Ich habe mir Ronaldinho geholt. Darüber hinaus noch für Gaming Points Josh Kimmich. Ich habe jetzt eigentlich einen sehr kompletten Kader, eigentlich so das, was ich mir vorstelle. Und ich versuche mal, meinen Plan hier umzusetzen. Ich möchte mit Ronaldinho gerne mal auf links außen spielen. Mal sehen, ob das Ganze funktioniert. Er ist ja natürlich auch im offensiven Mittelfeld beheimatet, aber das könnte durchaus auch funktionieren. Schauen wir mal, wie gut. Mein Debütspiel mit den beiden neuen Spielern. Ich hoffe euch, ich kann euch hier eine coole erste Folge gleich zeigen. Und das ist ja jetzt quasi live gespielt und ich werde natürlich auch nicht 10-mal hier rumprobieren. Bis ich hier irgendwas gewinne, ja. Schön von Davis. Schade, da hätte ich schon mit... Ja! Ah, schade. Wunderbar gespielt von Josh Kimmich. Wunderbar. Das ist genauso mein Ding so ein bisschen. Ja, also das kann ich dem Gegner gleich sagen. Mit sowas kriegt er mich eigentlich nicht. Also das sah schon ein bisschen komisch aus im Strafraum eben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Schade. Ja, sieht doch nach einer ausgeglichenen Partie aus bis hierhin. Ich dem 1-0 sicherlich gerade auch natürlich mit dieser einen... mit dem einen Chance hier... dann doch näher als der Gegner. Ronaldinho! Da ist er! Was für ein schönes Debüttor! Wunderbar mit diesem Pass die Abwehrkette ausgehebelt. Er wird sicherlich wegdrücken, was ich natürlich schade finde. Aber das war natürlich geil gespielt. Schön gemacht. Wirklich schön gemacht. War ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, wie frei ich da ohne Abseits, ja, wie soll ich sagen, ohne eine Abseitswarnung oder tendenzielles Abseits dann eben zum Schuss gekommen bin. Schönes Tor! Gefällt mir. Ja, der Plan dahinter ist eigentlich, Ronaldinho auch wirklich auf links außen dann zu setzen, wenn ich keinen gescheiten Flügelstürmer in einer gewissen Form habe, sag ich mal. Ja, ansonsten ist mein Plan, Ronaldinho und David Beckham sich abwechseln zu lassen auf der offensiven Mittelfeldposition. Ja! David Beckham, meine beiden hinter den Spitzenspielern. Ich bin happy, schön gespielt, so muss es sein. Dass ein David Beckham natürlich hier ein Kopfballtor macht, okay, ja, also das ist sicherlich... sicherlich schon ein bisschen überraschend, ja, um Gottes Willen. Schade. Ah, da gut gemacht. Oh, schön gespielt vom Gegner. Eto'o finde ich ja auch göttlich. Das ist meine Offensivabteilung. Ich muss links außen gar nicht zwingend noch einen, ich sag jetzt mal, einen richtig guten Torjäger haben, sondern vielleicht so einen Kreativspieler. Ihr habt es ja gerade gesehen. Josh Kimmich.
Das ist es, wofür er im Kader steht. Genau das. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt überläuft er mich. Ja. Ja, hat er sich verdient, das 1:2. Wollen wir gar nicht anders sagen. Neymar baut sich hier einen kleinen Traditions-FC Barcelona zusammen. Hat der Gegner auch schön gespielt. 2:1. Ich denke, das kann man bis hierhin auch unterschreiben. Was war jetzt? War es abseits? Foul? Abseits, gell? Ja, ansonsten wäre das Foul sicherlich gegen mich gepfiffen worden, okay? Alles gut? Schön. Jetzt muss ich aufpassen. Ah, schade. Ja, klar. Da darf er sich nicht beschweren. Das war klares Foul. Oh, gibt sogar Gelb für den Trikotzupfer. Ja, wer mich kennt, der weiß, richtig gute Freistoßposition für mich. Ah, da habe ich natürlich mit David Beckham den allerbesten. Oh. Ah, scheiße, was mache ich denn da? Oh, jetzt habe ich, bin eben auf der, auf der Taste hängen geblieben. Wer mich kennt, der weiß das natürlich, dass ich ein sehr guter Freistoßschütze bin. Ah, da hat eben irgendwas nicht so richtig hingehauen. Hans Beckenbauer. There will be 1 minute added time. Ja, damit kriegt er mich natürlich nicht. Schade. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr interessante Partie. 2:1 die Führung zur Halbzeit, nehme ich natürlich gerne mit. Aber ansonsten eine absolut offene Partie, wie man auch, glaube ich, hier anhand der Statistiken gut erkennen kann. Und das wird hier schon noch ein Häppchen Arbeit, würde ich jetzt mal sagen, um hier ja, das ist ein Ballverlust, der darf mir so nicht passieren. Aber Gegner spielt es schlecht aus. Aber das hat mir eben nicht gefallen. Ja. Ah, schade. Ecke? Nee. War einfach ganz schlechtes Timing. Aber das ist genau dieses Momentum, was ich mit Ronaldinho gerne. Oh, war das schlecht eben. Gut gemacht, trotz alledem. Ja, das wird wahrscheinlich ein Foul. Wird Gelb geben, sicherlich. Klar. Super Meccano. Da darf ich mich nicht beschweren. Ja, schauen wir uns. Ah, Figo hat er auch. Why not? Ah, ich freue mich über Ronaldinho. Keine Ahnung. Bin ein bisschen baff, wie ich das verteidigen soll. Das würde ich gerne nochmal sehen. Ah, es rückt der Gegner selber weg. Ich muss einen Upamecano mal hinten rausnehmen. Das nützt alles nichts.
Alaba, ne, nehmen wir Van Dijk. Das passt schon. Ja, Mensch, 2-0 Führung. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, ein bisschen hergeschenkt. Vielleicht einfach auch ein bisschen glücklich gewesen, wobei es schöne Tore waren. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, gell? Schade. Schöne Flanke von Ronaldinho. Das ist genau das, was ich mir von ihm auch vorstelle, dieses Momentum. Oh, also spätestens jetzt muss ich ja auch mal ehrlicherweise sagen, das Unentschieden ist schon jetzt auch glücklich. Alles andere wäre jetzt von mir dann auch gelogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Jawohl, wenigstens eine Ecke, den Gegner hier nochmal beschäftigen. Ist eine interessante Partie, muss ich ganz ehrlich sagen. Schauen wir mal, was wir noch hier auf der Bank haben. Frischen Stürmer nochmal, ganz klar. Und Hakimi können wir hier noch als frischen Mann auf links setzen. Ja, das spielt er ja, kann der ja auch gut spielen. Deswegen auch ein sehr, sehr guter Hybrid-Flügelspieler hinten. Gefällt mir gut. Ui! Gabriel Batistuta! Ah, es ist eine Defensivschlacht. Oli Kahn. Minute 85. Gibt's noch hier den Lucky Punch? Mich würde es nicht wundern. Oh, jetzt bin ich unsortiert hinten. Sehr gut. Franz. Ah, Beckenbauer ist schon mega stark hinten. Schön.
Two added minutes has been indicated. Sehr gut. Ja, eine coole Partie, muss ich sagen. Ich glaube, mit dem 2-2 kann ich bestimmt leben, auch wenn ich 2-0 geführt habe. Ihr wisst, wie das hier in den Ligen ab Division 3, 4 so ist. Ja, hab sogar meine beiden einzigen Gänsefüßchen-Chancen aufs Tor dann auch genutzt. Ist ja auch eine Qualität. Ich habe echt geschwitzt jetzt hier. Aber ich finde natürlich schon auf jeden Fall, ja, Ronaldinho hochgradig interessant. Der Gegner, ja, der hat mehrfach eigentlich den Sieg liegen lassen, muss man auch ehrlich sagen. Und wir schauen uns hier vielleicht nochmal das Tor hoffentlich von Ronaldinho an. Richtig schön gemacht. Schaut es euch hier mal an. Da gehe ich rein und da wird dann hier in den Raum gepasst. Wunderschön. Und Ronaldinho dann ohne jedes Problem nach der Vorlage von Samuel Eto'o. Richtig schönes Tor. Ich möchte sagen, eins der schönsten, die ich bis jetzt geschossen habe, weil einfach dieser ganze, ja, dieser ganze Spielzug einfach richtig schön war. Und natürlich hätte, könnte man jetzt hier auch sagen, na, wer 2-0 führt, aber ihr wisst selber, wie es ist. Und ihr habt ja die Statistiken, glaube ich, auch gesehen. Ich denke, man kann auf jeden Fall froh sein. Ich nehme den Punkt jetzt auch mit. Ganz klare Situation. Ich freue mich. Ronaldinho macht Lust auf mehr. Wendiger Spieler. Je nachdem, wie ihr levelt, natürlich auch durchaus schnell und trickreich. Hat einen guten Abschluss. Gute Werte, was Standards angeht. Ein sehr, sehr guter Spieler, der auch den Vorteil gegenüber Beckham hat, weil ich ja beide so ein bisschen als offensiven Mittelfeldspieler auch im Kader als Plan drinne habe. Ja, er hat eigentlich noch so ein bisschen dann natürlich den Vorteil, ja, er hat eine bessere Balance und eine bessere Ausdauer, ne? Das macht schon auch was aus. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Alle, die das Video jetzt komplett geschaut haben, ich bin relativ sicher morgen Mittag nochmal mit einem Livestream in der Mittagspause online. Muss mal schauen, wie ich das Ganze schaffe, aber ich denke, das sollte morgen machbar sein. Ansonsten hoffe ich, hat euch das Spiel gefallen. Dankeschön fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus. Euer Jens von Menga Gaming. Bye, bye.